Protagonisten. Alter. Es wimmelt von ihnen bei der Borealis. Wenn wir Frachtmodul wegschieben, werden wir ja sehen, was da alles rauskrabbelt. Haben wir jetzt hier mal Granate gehabt? Ich bin dran. Alter, schmeiß eine Scheißgranate dahin. Das ist die Kransteuerung. Wisst euch da. Funktionalität? Ich habe mich gewehrt, aber ich hatte keine Chance. Es war ein unvorstellbarer Schmerz. Ich war doch der Vorsteher. Die Leute haben mir vertraut. Er will, dass ich sie töte. Aber das lasse ich nicht zu. Niemals! Alter, sind hier alle verrückt. Fuck, Mann. Ja. Wo sind wir jetzt schon wieder gelandet? Was jetzt mit dieser Röhre auf sich hat, wissen wir ja auch noch nicht. Was ist denn das da? Okay, wir müssen jetzt diese Kreatur finden und bestimmen, was sie... Was sie... Kila, was ist das?
Scheiße. Wir werden größere Waffen brauchen. Eindringlinge. Jeder eurer Schritte ist ein Frevel. Tausende Fühler sagen mir, dass euer Fleisch nur für die Fäulnis gut ist. Ich spreche für den alten Trieb, wie ich es auch für Saren tat. Du befindest dich in und vor dem Turianer. Er befiehlt, dass du Ehrfurcht zeigst. Sie haben Saren etwas gegeben. Etwas, das ich brauche. Saren suchte nach Wissen über jene, die fort sind. Der alte Trieb schenkte zum ersten Mal im langen Zyklus einem fleischlichen Gehör. Geschäfte wurden ausgehandelt. Dann begannen die Kalten, das Fleisch zu töten, das den nächsten Zyklus hegte. Das Fleisch wurde freiwillig gegeben. Der alte Trieb entlarvt deine Worte als Lügen. Er wird nicht mehr zuhören. What? Ich werde nicht zulassen, dass Sie Ihre Sklaven behalten. Lassen Sie sie frei. Der Turianer wird nicht länger zuhören. Eure Leben sind kurz, aber dauern schon zu lange an. Euer Blut wird den Deiner. Alter. Sollte es beschäftigen. Alter. Es müssen noch mehr davon hier sein. Fuck, was ist das? Junge. Ich dachte, das wären Menschen. Was ist das denn für Dinge aus? Mit einer Rüstung an, wenn die ausgegrotzt werden. Was mit denen hier? Alter! Was machen die denn jetzt schon wieder? Gönnt sich erstmal neue Waffen. Ja. Okay, die hat eine höhere Präzision.
bei dir. Mal, ja. Okay. Die hat mehr Schilder. Weniger Schadensschutz. Hm. Wie sieht die aus? Okay, nehmen wir sie einfach mal. Gift sie. Face. Oh, egal. Das kann man so lassen. Sehr gut. So, willkommen zurück. Kleine Unterbrechung, sorry. Jetzt geht's weiter. Scheiße, was ist das denn da? Ah. Und raus! Ups. Maul, hab ich gedacht. Alter! Willst du mich verarschen? Is it down? Is it down? Is it down? Aha. Stundenaufstieg. Squad. 2. Geiler Scheiß. Nochmal Sturmangriff. Und. Panzerung. Sehr gut. Vielleicht können wir wieder ein bisschen schnippern. Ja, die Sniper müssen wir unbedingt daten. Scheiß Bio-Tante. Alter. Fick die Henne. Das ist schnell durch den Weg geschlagen, willst du mich verarschen? Junge. Was ist das denn? Alter. Nein, da kommt die ja schon wieder. Alter! Fuck, Mann! Wie könnt ihr mir bitte schon gerade eben so viel Leben ziehen? Wieso habe ich nur noch ein Schild? Meine Rüstung ist scheiße. Okay, die hat irgendwie mehr Schilde. Ah. Schildgenerator 2 plus 18% Schildgeneration Regeneration Giftresistenz. Was macht die denn für Scheiße? Gärtnisgewebe.
plus 11 Härtung. Ah, das sollten wir vielleicht mal nehmen. Soll ich vielleicht dann die Ash auch mal nehmen? Was hat die bisher? Nee. Nimmt sie einfach mal das, hat sie mehr Schilde. Medizinstation. Ah, fuck. Scheiße. Vielleicht jetzt. Hatten wir den nicht schon? Ach ne, das ist eine Rüss. Oho. Alter! Nimm sofort wieder die... Ah, ich kann die nehmen. Alter, scheiß die Wand an. So, wo geht's weiter? Geht's hier irgendwie weiter? Da geht's weiter. Wieso nehmen die immer ihre Pistolen? Ich hab ein verwecktes Sturmgewehr. Wieso kann ich da nicht durch? Ah. Aufs Maul. Oh, was haben wir da schon wieder? Ah, da ist die Schmiede. Okay, sterben. Fuck it. Ich will speichern, Alter. Oh. Was? Was war denn das denn gerade für ein Geräusch? Ach, da. Na klar, ein paar viele. Vor allem von der Tante schon. Oh ja.
Ich bin frei. Ich bin frei. Ich schätze, ich sollte Ihnen danken, dass Sie mich befreit haben. Ja. Ist alles in Ordnung? Sind Sie verletzt? Es geht mir gut. Jedenfalls wird es das bald wieder. Ich heiße Shiala. Ich diente Matriarchin Venesia. Als sie sich mit Saren verbündete, tat ich es ihr gleich. Die müssen wir doch finden. Venesia hatte die Macht vorhergesehen, die Saren haben würde. Deshalb verbündete sie sich mit ihm, um ihn auf einen sanfteren Weg zu führen. Aber Saren ist überzeugend. So kam Venesia vom Weg ab. Wollen Sie damit sagen, dass Saren den Verstand anderer kontrollieren kann? Venesia unterschätzte Saren, so wie ich. Schließlich glaubten wir an seine Sache und seine Ziele. Die Macht seines Einflusses ist beunruhigend. Sie wollte Saren manipulieren, aber letztendlich ging ihr Plan nach hinten los. Ja. Asari-Matriarchinnen gehören zu den intelligentesten und mächtigsten Wesen der Galaxis. Wie konnte so jemand unter Sarens Kontrolle geraten? Saren hat ein Schiff, ein so riesiges Kriegsschiff, wie Sie es noch nie gesehen haben. And it is sovereign. Es kann den Verstand seiner Anhänger dominieren. Sie werden mit Sarens Willen geimpft. Der Prozess ist subtil, kann Tage oder auch Wochen dauern, aber am Ende ist er unumstößlich. Ich war eine willige Sklavin, als Saren mich in diese Welt brachte. Er brauchte meine Biotik, um mit dem Turianer zu kommunizieren, um seine Geheimnisse zu erfahren. Deshalb opferte Saren mich, um ein Bündnis zwischen ihm und dem Turianer zu stärken. Ach du Kacke. Warum versuchten die Getan, den Turianer zu vernichten? Als Saren hatte, was er wollte, brauchte er den Turianer nicht mehr. Saren weiß, dass sie die Röhre suchen. Er weiß, dass sie seinen Schritten folgen. Er griff den Turianer an, damit sie den Dechiffrierer nicht bekommen. Was ist der Dechiffrierer? Und warum brauchte Saren ihn? Der Sender auf Eden Prime hat bei ihnen Visionen hervorgerufen. Aber sie waren undeutlich, verwirrend. Sie waren für einen proteanischen Verstand bestimmt. Um sie vollständig zu begreifen, müssen sie denken wie ein Proteaner. Sie müssen ihre Kultur verstehen, ihre Geschichte, ihre Existenz. Der Turianer war hier lange bevor die Proteaner diese Stadt bauten. Er hat sie beobachtet, sie studiert. Als sie starben, verzehrte er sie. Sie wurden zu einem Teil von ihm. Dann hat der Turianer Saren gelehrt, wie ein Proteaner zu denken. Und wie? Der Dechiffrierer ist die Essenz dessen, was es bedeutet, ein Proteaner zu sein. Er kann nicht beschrieben oder erklärt werden. Das wäre so, als würde man einem Wesen ohne Augen Farben beschreiben wollen. Um ihn zu verstehen, benötigen sie Zugang zu den Erinnerungen